Ich bin absolut sicher, dass viele von euch auf dieses Video hier gewartet haben, denn heute sehen wir zum ersten Mal einen Monaco Grand Prix aus meiner Perspektive, und zwar zum ersten Mal mit dem Fanatec Wheel. Und das ist ja ein ganz besonderes Video für mich persönlich, weil ich eigentlich schon immer wissen wollte, wie sich das Lenkrad wirklich auf der Strecke schlechthin, die ja wirklich für das Wheel einfach geschmiedet ist, anfühlt und wie ich mich da selber schlage. Das Ganze findet natürlich wie immer statt hier mit dem Audi V-Sports F1 Team aus der MyTeam-Karriere, hier aus F1 2020, und das müsste auch schon das 7. Rennen hier in dieser Karriere sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, vorher die ganze Zeit mit Controller, heute zum ersten Mal mit Lenkrad, und ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt wirklich absolut keine einzige Strecke, da wo du mit dem Controller so große Nachteile hast wie in Monaco. Und deswegen war ich wirklich mega gehypt auf dieses Rennen, auf dieses Qualifying, wie wir es hier gerade schon sehen können. In der schnellen Links-Rechts-Passage im Mittelsektor fast ausgebrochen, aber mit dem Wheel gut abfangbar. Das wäre mit dem Controller sicherlich jetzt schon in der Wand gelandet. Und ich muss wirklich sagen, so mein allererster Eindruck, absolut hammermäßig. Ja, also ohne Spaß. Ich habe in den ersten paar Runden hier im Qualifying direkt gemerkt, ich hatte wirklich, ungelogen, noch nie so viel Spaß auf dieser verdammten Strecke hier in Monaco wie hier mit dem Wheel, mit dem Fanatec. Das ist unglaublich gewesen. Einfach diese Präzision, die du haben kannst, dieses exakte Einlenken, das ist echt krass. Und auch wenn ich nicht mal das Gefühl hatte, dass ich mich irgendwie am Limit so bewegt habe, hatte ich dennoch das Gefühl, dass es einigermaßen gut geklappt hat, halt auch diese schnellen Richtungswechsel zu erzeugen mit dem Lenkrad. Absolut geil, ja, dieses Gefühl, das kannst du so absolut überhaupt nicht vergleichen, wie wenn du hier diese Strecke mit einem Controller fahren würdest. Und so im Eifer des Gefechts, in der Euphorie, vielleicht ein bisschen zu aggressiv, ein bisschen zu happy gewesen, dass die Strecke vielleicht auch mal Spaß machen kann in meinem Leben. Dann hier leider am Kurvenausgang wieder einmal weggedreht, und die Runde wäre eine massive Verbesserung gewesen, aktuell der 19. Platz. Ah, ich habe ja eben noch gar nicht gesagt, auf welchem Schwierigkeitsgrad das hier und heute stattfindet. Es ist hier und heute nicht ultimativ 105 wie letztes Mal, sondern nur in Anführungszeichen ultimativ 103. Aber ich habe mir so gedacht, hey, Monaco ist wirklich mein absoluter Pferdefuß, und da stelle ich den KI-Schwierigkeitsgrad lieber mal 2 Stufen runter, und dann sollte das eigentlich auch so grob passen. Ich meine, ich bin im Grunde genommen eh nicht davon ausgegangen, dass ich es hier in Q2 schaffen würde, aber ich habe gemerkt, hier ist auf jeden Fall noch Zeit drin. Wenn ich die eine Kurve nicht ebenso, ja, versemmelt hätte, dann wäre das auf jeden Fall eine Verbesserung gewesen. Wie groß die Verbesserung gewesen wäre, das kann ich nicht genau sagen, aber mir fällt gerade auf, ich habe eben gesagt, wir waren auf dem 19. Platz, zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, waren wir auf dem 18. Platz. Das korrigiere ich an dieser Stelle jetzt hier. Und jetzt schauen wir nochmal, was jetzt hier in der alles entscheidenden Runde so möglich ist. Ich sehe noch hier wieder Kurvenscheitel minimal verpasst. Ich meine, es ist natürlich trotzdem, obwohl es sich echt nice anfühlt, ist es auch eine ganz andere Erfahrung. Und da muss man sich natürlich auch, wie auf jeder anderen Strecke, erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber wie hier zum Beispiel, diese schnellen Richtungswechsel, absolut hammermäßig. Das kannst du so in dieser Form überhaupt nicht leisten mit einem Controller. Und wir sehen oben rechts 7/10 knapp positives Delta hier nach der 2. Sektorenmessung. Hart über den Abweiser auf der linken Seite. Fast 1 Sekunde positives Delta und hier zu tief in die Kurve reingegangen. Wie ist das möglich? Hier nochmal richtig viel verloren. Hier fast nochmal das Auto weggeschmissen. Alter Schwede. So viel Zeit im letzten Sektor verloren. Das war so ultra unnötig. Alter, fast 1 Sekunde positives Delta gewesen. Und dann die letzten paar Kurven, die haben dann nochmal komplett den Zahn gezogen. Aber wie wir gerade sehen können, 1,6 Sekunden Abstand. Ich weiß nicht, ob es für Q2 gereicht hätte, selbst wenn ich den letzten Sektor gut getroffen hätte. Aber ich meine, sei es drum. Ich bin trotzdem zufrieden hier mit den ersten paar Runden in Monaco. Schauen wir nochmal, was hier vom 18. Platz geht auf den Softreifen. Wir haben hier und heute 20% Renndistanz, sondern 20 Runden Renndistanz. Und wir sehen, der Magnussen auf der rechten Seite, der hält da quasi nach dem Start erstmal fast an. Jetzt positionieren wir uns hier auf der Außenseite gegen den Grosjean. Und da gibt es sogar eine leichte Berührung. Da schauen wir nochmal kurz, ob der Frontflügel leicht beschädigt ist. Sieht an der Anzeige jetzt gerade unten rechts nicht danach aus. Kann natürlich sein, dass es wieder diese kleinen, ja, ich nenne es jetzt mal Mäusebisse am Frontflügel sind. Aber jetzt hier dieser absolute Ziehharmonika-Effekt. Da versuchen wir es direkt mal auf der rechten Seite gegen den Grosjean, den zweiten Haas-Piloten. Und jetzt hier 28 km/h. Du kannst nicht schneller fahren. Wie willst du da schneller fahren? Es ist nicht möglich. Dieser Ziehharmonika-Effekt, der da erzeugt wird, das ist so ziemlich
der krasseste Ziehharmonika-Effekt, den man in irgendeiner Kurve, an irgendeiner Stelle im gesamten Formel-1-Kalender sieht. Also wir haben es gerade gesehen, wir waren mehrere Sekunden auf unter 30 km/h und das ist für so ein Renntrim doch schon relativ langsam, muss man sagen. Aber wir wissen natürlich, es ist die langsamste Kurve im Formel-1-Kalender, von daher ist es an dieser Stelle, denke ich, durchaus mal zu verschmerzen. So, wir springen von Runde 1 zu Runde 3 und wir sehen, an der Situation hat sich aktuell nichts getan. Wir sind immer noch auf diesem Platz, den wir eben quasi nach dem Start erobert haben. Und wir sehen, links am Seitenkasten sind schon leichte Schrammen hier am Audi dran. P16 aktuell. Und ja, wir haben gerade gehört, wir nähern uns dem Boxenstoppfenster, du wirst mit Mediums weiterfahren. Ich sag mal so, zu Beginn des Rennens war die Devise einfach mal, ja, versuchen irgendwie dran zu bleiben. Ich meine, der KI-Schwierigkeitsgrad ist ja hier für mich als Lenkrad-Anfänger, in Anführungszeichen, immer noch ziemlich knackig. Und ich war zu diesem Zeitpunkt des Rennens eigentlich gar nicht mal so unzufrieden, dass ich einigermaßen auf Gaslys Niveau gewesen bin. Denn der war ja hier zu diesem Zeitpunkt des Rennens oder generell im gesamten Rennen auch auf Ultimativ 103, genauso wie die anderen Fahrer. Und wie wir jetzt hier gerade gesehen haben, am Kurvenausgang, wir haben richtig gesehen, wie das Auto da einfach so über die kompletten Reifen einfach mal so nach links geslidet ist. Und das sind wirklich so, ja, so Szenen, die man normalerweise gar nicht kennt, aber die scheinbar passieren können, wenn man halt auch mit einem Wheel fährt und da vielleicht mal einen falschen Gasinput gibt oder einen falschen Lenkeinschlag wählt oder irgendwie sowas. Und ja, jetzt sind wir leicht im Gasly draufgefahren. Könnte auch sein, dass hier der Frontflügel minimal beschädigt wurde. Nichtsdestotrotz entscheiden wir uns hier für den ultimativen Undercut gegen die KI. Denn ich wusste natürlich, ich komme hier zum Verrecken nicht vorbei. Weil du kannst hier auf dieser Strecke im Grunde genommen nicht überholen. Deswegen, die einzige Möglichkeit, um hier irgendwie nach vorne zu kommen, ist einfach einen heftigen Undercut zu machen. Und das war hier genau mein Plan. Runde 25. Ich meine, früher geht es im Grunde genommen nicht. Und wir springen jetzt mal zur Runde 7 von 20 und wir sehen, zwei Runden länger sind teilweise die Leute draußen geblieben. Und ja, wir sehen jetzt einige Fahrzeuge in der Boxengasse. Stroll kommt jetzt aus der Boxengasse raus. Sie sind also exakt zwei Runden länger draußen geblieben. Und es reicht hier auf der Außenseite. Wir haben gerade gesehen, dieser Undercut, den wir dadurch erzeugt haben, der war echt gigantisch. Ja, einfach zwei einigermaßen gute gezeitete Runden. Und da merken wir sofort diesen Grip-Unterschied der frischen Medium-Reifen, der dann sich doch deutlich bezahlbar macht gegenüber den ja doch relativ alten Soft-Reifen. Was ich meine, was heißt alte Soft-Reifen? Zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht mal so alt. Ich meine aber, selbst wenn sie hier in Monaco auf 30% sind, das merkst du dann natürlich schon. Insbesondere, weil es halt hier auch mit ganz vielen engen Kurven zugeht, wo man absolut auf den Grip angewiesen ist. So, wir sind in Runde 8 von 20, fast die Halbzeit des Rennens absolviert. Viele Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt sind noch nicht in der Boxengasse gewesen. Das wird sich jetzt in wenigen Runden oder besser gesagt wahrscheinlich sogar in dieser Runde aber absolut ändern. So, Teamkollege jetzt an der Boxengasse. Juan Manuel kommt an die Box. Juan Manuel an der Box. Ja, Juan Manuel an der Box, das habe ich gerade schon gesehen oben. Und wir kommen nach vorne auf die 11. Position. Alter, da haben wir jetzt richtig krass Positionen gegaint. Also gerade mal von vorne im Boxenstopp von P16, wenn ich mich jetzt recht entsinne, auf P11 jetzt nach dem Boxenstopp. Und das alles wirklich nur ausschließlich wegen dieses extrem kranken Undercuts. Und das hat sich an dieser Stelle des Rennens auf jeden Fall schon mal richtig gelohnt. Und ich meine, wenn jetzt ein Fahrzeug noch ausscheiden würde oder wir vielleicht, ja, das Unmögliche möglich machen würden und hier einfach mal im Racing Point vorbeikommen würden, dann hätten wir hier in Monaco einen verdammten WM-Punkt. Und ich meine, wer hätte das gedacht vor diesem großen Preis von Monaco, wenn man sich nochmal im Hinterkopf behält, wie meine vorherigen Rennen hier in Monaco immer so gewesen sind. Das waren, ja, wenn ich mich recht entsinne, doch so zu 90% absolute Vollkatastrophen. Und ja, ich sag mal so, bei einer 90%igen Vollkatastrophenwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hier auch eine Vollkatastrophe ist, natürlich auch entsprechend hoch. Und deswegen, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt des Rennens war ich absolut zufrieden mit dem Rennverlauf, mit der Strategie und der generellen Pace. Jetzt habe ich hier ein bisschen zu spät gebremst. Konnten wir das Auto noch so gerade eben von der Bande entfernt halten.
und wir sind in Runde 13 von 20. Es ist kein Weg vorbei an Sergio Perez. Jetzt kommt aber das Safety Car raus, denn Max Verstappen hat da aus Rennperspektive, aus rennfahrerischer Sicht das Zeitliche gesegnet, ist hier ausgeschieden beim großen Preis von Monaco und dadurch kommen wir auf den 10. Platz, während wir jetzt hier gerade mal ein parkendes Safety Car überholen. Und Runde 16 von 20, da ist die Safety-Car-Phase vorbei gewesen. Wir sind nach wie vor logischerweise auf dem 10. Platz, weil kein weiteres Fahrzeug vor uns in der Boxengasse gewesen ist. Und es geht los mit dem fliegenden Neustart hier beim großen Preis von Monaco für die letzten drei Rennrunden hier im Fürstentum von Monaco. Und es geht nach wie vor um einen oder vielleicht auch keinen WM-Punkt. Ich meine, ein einziger Konzentrationsverlust und das Rennen kann vorbei sein. So, wie wir gerade oben links gesehen haben, es war wohl noch ein weiterer Fahrer an der Boxengasse, vielleicht mit einem Flügelschaden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, aus reifentechnischer Perspektive ziemlich unlogisch, was da getan wurde. Ich gehe mal stark von einem, ja, Frontflügelschaden aus, was anderes würde keinen Sinn machen. Und dadurch kommen wir von P10 auf P9, haben also gerade mal unsere Punkteausbeute um 100% gesteigert, von einem auf ganze zwei WM-Punkte. Und wenn das wirklich so ins Ziel geht, das wäre auf jeden Fall ein absoluter Pauken- und Trompetenschlag. Wie Sie gerade sehen können, der Perez verliert hier fast am Ausgang das Auto. Da bleiben wir fast im Heck von Perez hängen, aber können das Fahrzeug dann noch so gerade eben auf der Strecke halten. Wir sehen jetzt hier Auto fast verloren, da müssen wir die Auslaufzone mitbenutzen. Das war jetzt nicht ganz so ideal, aber wir haben gesehen, das war wirklich absolut zur Vermeidung eines Abflugs. Von daher denke ich an dieser Stelle absolut in Ordnung. So, wir sind am Ende von Runde 18. Hier nochmal einen guten Run auf Perez, aber wir sehen, sobald wir hier im Overtake und im Fettgemisch sind, wir kommen nicht in Schlagdistanz. Perez hat dann doch noch ein bisschen mehr Leistung auf dem Papier und dann noch auf der Rennstrecke. So nah wie hier an dieser Stelle waren wir in dem ganzen Rennen noch nie, aber auch hier wieder. Gleiche Stelle wie einige Runden zuvor. Beschleunigungsphase, Perez zieht wieder weg und wir können keinen Move machen. So, und ich denke, daran sieht man einmal mehr, dass wirklich die Strategie hier in Monaco absolut entscheidend ist. Der Undercut, der hat so viel bewirkt hier in diesem Rennen, das ist unfassbar. Ich meine, man sieht es ja, theoretisch wäre man, tendenziell würde ich jetzt einfach mal sagen, einen Ticken schneller sogar als der Perez, aber wie wir jetzt schon mehrmals gesehen haben, es gibt im Grunde genommen kein Vorbei hier auf dieser Strecke. Und wir sind jetzt in Runde 20 von 20 und die einzige Möglichkeit, jetzt hier noch einen Move zu machen, wäre in der Raskas oder am Ende dieses Tunnels, in dieser Schikane. Das wäre wirklich eine richtig gute Möglichkeit. Wir sehen, wie weit Perez da weg ist, trotzdem hier ein ziemlich verzweifelter Move, der dann jetzt aber hier komplett in der Auslaufzone endet. Und wie wir hier gerade sehen können, einfach komplett zu spät gebremst, zu Recht eine Verwarnung gekriegt, für Kurve abgekürzt. Ich habe an dieser Stelle alles nochmal versucht, aber es war ganz offensichtlich, es war einfach viel zu spät gebremst und da war absolut kein Vorbeikommen. Und so gesehen, wie gesagt, Verwarnung absolut, ja, verdient an dieser Stelle, würde ich sagen. Es hat natürlich nicht für das Überholmanöver gegen Perez gereicht, aber am Ende reicht es dann doch für einen sensationellen 9. Platz hier beim großen Preis von Monaco. Und ich bin ganz ehrlich, ich war mega happy mit diesem Rennen, weil es wirklich, das ist jetzt kein Scherz, das soll keine Werbung oder so sein, aber generell, es hat so viel Bock gemacht mit dem Lenkrad. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass die Strecke mir wirklich Laune gemacht hat. Und das heißt schon was, wenn ich das wirklich über Monaco sage. Von daher bin ich mega zufrieden, dass das hier heute für ganze zwei WM-Punkte gereicht hat. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet von P18, aber ich habe ja eben schon gesagt, die Strategie, die hier und heute absolut den Ausschlag gemacht, diese zwei Runden früher an die Boxengasse gehen, dieser ultimative Undercut gegen die KI, der hat wirklich richtig gesessen und das hat hier und heute wunderbar funktioniert. Und wie wir jetzt hier gerade sehen können, die Speed, die war auch eigentlich ganz okay, bis auf die eine Safety-Car-Runde und zu einem Überfluss schalten wir hier auch noch einen erfolgfrei zwei oder mehr sekundäre Sponsorenziele an einem Rennwochenende erreicht. 20 Gamers Gold, die da auf mein Konto wandern und das schmeckt doch mal richtig gut. So, und zum Ende des Videos werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Aktivitäten-Zeitleiste, wo ich natürlich gucke, dass das alles so ein bisschen gebalanced ist, sodass alles irgendwie mal mit drin ist. Am wichtigsten ist mir da natürlich irgendwie die Leistung des Fahrzeugs, denn das ist letztlich das, was auf der Strecke zählt. Aber ja, ich bemühe mich da immer halt alles so einzuordnen, dass halt auch kein Tag irgendwie verfliegt.
und sodass das Team natürlich auch maximal gepusht wird und Audi V-Sports F1 da generell auf jeden Fall die richtige Richtung einschlägt. Ja, und damit sind wir mal wieder am Ende dieses Videos angekommen. Wie gesagt, ich hoffe, dass euch das heutige Video gefallen hat. Falls ihr so sein sollte, zeigt das doch gerne durch einen Daumen nach oben. Falls ihr generell Verbesserungsvorschläge haben solltet, was diesen My-Team-Karriere-Modus angeht, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare und ich lese mir das sehr gerne durch und kann da gegebenenfalls dran arbeiten. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal beim Großen Preis von Baku wiedersehen. Haut rein, bis demnächst und ciao.